Yes! Gut, alle drei getroffen. Das ist ein gutes Zeichen für heute. Eine neue Runde Phasmophobia. Ich habe mir gedacht, wir machen heute ein bisschen was anderes. Wir gehen zu der Map, auf der wir schon mal waren. Aber heute Starter Items Only auf Nightmare. Ich würde sagen, nicht lang schnacken und los geht's. So, angekommen sind wir. Erstmal den Schlüssel. Ja, normale Taschenlampe haben wir. So richtige schöne Halogenlampe. Gibt bessere Sachen. Dann nehmen wir auf jeden Fall mit eine Box und ein EMF-Gerät. Wir müssen durch Salz laufen, müssen. Okay, die Geist muss durch Salz laufen. Aber haben wir nicht. Smartstück haben wir auch nicht. Ah, EMF, das können wir machen. Immerhin das. Ja, wir sehen uns das Entity nicht. Wir wissen auch nicht, wo der Stromkasten ist. Das heißt, wir müssen ein bisschen suchen. Wir sehen auch keinen, ja, kein EMF-Chart. Das heißt, wir können nicht herausfinden, ob es doch nicht zufällig EMF-5 ist. Und zu all dem, ja, wie gesagt, wir haben keine Smudge-Stickers und keine Sanity-Pills. Das heißt, ja, es kann heute nur gut werden. Ach, du Scheiße, ist es dunkel. Holy. Ich spiele jetzt immer mit einer Strong-Flashlight. Aber... Ach, okay, das kann nur witzig werden. Let's go. Wir gehen mit der Spirit Box kurz mal durch. Where are you? How old are you? Okay, hier ist mein Versteck, das ist sehr gut. Where are you? How old? Hallo. Nochmal, hallo, okay. Auf Nightmare versteckt er nämlich einen Beweis. Where are you? How old are you? 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 Where are you? Oh, wir sind in der Musikbox. Where are you? How old are you? Where are you? Alter Schwede. Hi. Where are you? How old are you? Okay, nicht hier. Sind Schränke offen? Yes! Where are you? Das ist die Knochen, okay. Where are you? How old are you? Okay. Gut, immerhin schon mal das jetzt. Where are you? How old are you? Where are you? Okay. Ah, das habe ich gehört. Perfekt, du bist in der Küche also. Where are you? How old are you? Where are you? How old are you? Where are you? Okay. Wenn es also so ist, dann holen wir uns jetzt auf jeden Fall. Also, wir wissen es. Box. Könnte der versteckte Beweis sein? Aber. Ja, muss es aber auch nicht. Da ist nur mein Dots rein, tu mal Writing rein. Writing rein. Also Buch. So, dann holen wir jetzt gleich mal eine Videokamera und eine Fotokamera. Dann können wir gleich mal ein Foto von der Musikbox machen. Und von Knochen. So, und können die Videokamera aufstellen. Und zwar nämlich, dass die genau auf den Dots zeigt. Oh, wir können auch gleich mal nach Orts schauen. Oh, das fällt mir jetzt ein. Oh, das ist eine gute Idee. Okay, also bevor wir es vergessen. So. Oh, nee, er ist hier? Ich hab Freezing. Er ist da drüben. Okay. Knochen. Wait a minute. Freezing gefällt mir aber gar nicht. Also Freezing haben wir jetzt Demon Revenant
Okay, interesting, interesting. Gut, dann schaue ich mal nach, ob wir Dots haben. Weil wenn wir keinen Dots haben, dann können wir... Ah, es geht eh nicht mehr. Toll. Genau, die zwei Geister, die muss, die drei Geister, die wir ausschließen können, die man in Nightmare ausschließen kann, weil die erzwungene Beweise haben. Ja, zwei davon haben wir nicht mehr und ein anderer, der hat auch wie für Freezing, das heißt, toll, perfekt. Also, ich sehe auf jeden Fall keine Orbs. Bis jetzt auch keinen Dots. Dann würde ich fast vorschlagen... wir könnten nochmal die Box probieren, weil ich habe die, glaube ich, nur in der Küche ausprobiert. So. Okay, ich soll nur kurz hier Licht anmachen für die Escape Route. Wo habe ich die Box hingelegt? Oh, da. Where are you? Ha! 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 Jawohl, wir haben die Box. Das heißt... Box da. Twins Onryo Mimic. Wenn wir jetzt... Okay, das ist gut. Wenn wir jetzt Dots hätten, Orbs hätten, hätten wir wieder Mimic. Das wäre optimal, aber... Nee. Apparently not. Nö. Nee. Okay. Dann müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das heißt, wir müssen... Also... Mimic haben wir auf jeden Fall nicht, weil die hat immer Orbs. Also gut, Nightmare ist auch der einzige Geist mit drei Beweisen. Das heißt, wir müssen zwischen Onryo und Twins unterscheiden. Ich meine, es gibt schlimmere Sachen. Zum Beispiel zwischen dem Spirit und dem Shade. Zum Beispiel. Also, ich meine, es... Gut, wir haben jetzt halt keine Kerzen da, um Onryo zu testen. Aber... Ja, aber ich wollte ein bisschen lucky sein und hoffen, dass der eine gute Action macht. Na komm. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Okay. Give us a sign. Wie heißt sie nochmal? Linda Barton. Give us a sign. Oh, liebe Tür. Linda Barton. Linda Barton. Give us a sign. Linda Barton. Ist sie überhaupt noch hier? Where are you? I'm behind you. Ist hinter mir, oh no. Linda Barton, give us a sign. Linda Barton, give us... Warte. War das hier irgendwo? Nein, doch. Ich probier's einfach mal. Jawohl, okay. Hey! Oh, das ist unten im Keller. Ha, ich dachte für einen ganz kurzen Moment, da würde uns jetzt darunter chipaten. Zum Sicherungskasten ausmachen und dann hier oben beginnen zu hunten. Ja, das wäre schon ein richtiger Five. Hilfe! Ah. Na komm schon, Linda Barton, give us a sign.
Hallo? Hm. Ich meine, eine Hand würde jetzt auch nicht wirklich helfen. Weil ich weiß nicht, ob die Twins da auch die Fähigkeit haben, bei der Spirit Box, bei der Musikbox, ob die da, ja, auch von verschiedenen Punkten starten können. Weil es gab ja beim Summoning Circle, weil ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder ob es gewollt war, dass er nicht direkt am Summoning Circle gespawnt hat, der Geist, sondern, ja, eben beim Decoy, beim zweiten Twin gespawnt ist. Und hab ich da was gehört? So, okay. Und ich weiß aber nicht, ob das immer noch so ist. Deswegen, ich glaube, bei der Musikbox ist es eben so, dass der auf jeden Fall huntet, der dann bei der Musikbox ist. Das ist schwierig. Auf jeden Fall. Ich meine, wir könnten der Hand, also wenn wir die gleich sofort kaputt machen, die Box, dann. Ja, du bist jetzt da, ja. Wenn wir die gleich sofort kaputt machen, dann könnten wir es schauen, wo er sie spawnt. Das könnten wir echt schauen. Wenn, aber, ich weiß ja nicht die Wahrscheinlichkeit davon. Das ist das Problem. Ich würde sagen, wir machen die kaputt, wenn die da in dem Gebiet da spawnt. Auf jeden Fall. Dann wissen wir. Gut, das bringt uns halt nichts. Ach, weißt du was? No risk, no fun. Gut. Der war ein bisschen schneller. Also, der muss wissen, der Deke und der normale Twin, die sind nicht gleich schnell. Einer ist leicht schneller, der andere ist leicht langsamer. Schwierig. Also mein Instinkt sagt gerade Richtung Twins. Aber es kann halt auch wirklich ein Onryo sein, der einfach halt. Obwohl, eine richtige Twin Action hat auch nicht. Ja, wenn wir jetzt live, dann würde ich den Chat abstimmen lassen, aber da ich das Ganze vorher aufnehme. Schwierig. Aber nachdem die mich ja gefühlt sofort gesehen hatte, weil ich hatte. Wenn ich mich recht erinnere, hatte die quasi. Direkt nachdem sie gespawnt ist, hatte ich Herzklopfen. Das heißt, sie müsste auf jeden Fall bei uns gespawnt sein. Das heißt, ich würde den Twin nehmen und damit abfahren und hoffen, dass ich richtig liege. Wenn nicht, dann habe ich die Runde ein bisschen verkackt. Ups. Jawohl, es waren die Twins. Oh mein Gott. Obwohl wir fast nichts geschafft haben, immer noch für $220, wir waren 1,15 im Geisterraum, interesting. Und ja, es gab eine Handreihe Events, 20 Interaktionen.
und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!